Ihr kennt das Motto: Sex sells. Ja, auch für Filme wird dieses Motto schon seit Entstehung des Mediums durchgesetzt und hat auch nie seinen Charme verloren. Sei es Marilyn Monroe, die in den 50ern zum absoluten Symbol für Attraktivität wahrgenommen wurde, oder heutzutage beispielsweise Ana de Armas, die zufälligerweise Marilyn im Film Blonde spielte. Aber neben diesem teilweise guten Einsatz von ein wenig Attraktivität und sexuellen Handlungen in Filmen und Serien, haben wir aber auch immer wieder solche, die nur dafür da sind, um da zu sein. Nach dem Video hier werdet ihr mir vermutlich recht geben. Sex verkauft sich, so viel ist klar. Sehen wir auf einem YouTube-Thumbnail als Frau einen für uns attraktiven Mann oder umgekehrt, klicken wir mit einer höheren Chance auf das Video. So passiert bei meinem letzten Video über GTA 6, bei dem ich Lucia aus dem Trailer auf das Vorschaubild gepackt habe. Das Video hatte auf einmal mehr Aufrufe als sonst. Woran mag das wohl liegen? Es ist also nicht verwunderlich, dass schon in Trailern zu Liebesfilmen, aber auch anderen Genres wie Actionfilmen, die Sexszenen meist schon als Material eingebaut werden, um eine gewisse Reaktion zu erzeugen. Bei Liebesfilmen gehören diese ja auch zur Handlung, die Trailer werben aber so sehr mit attraktiven Personen, dass es schon fast auffällig ist. Die Vorschau zu Poor Things beispielsweise hat es jedoch auch geschafft, die expliziten Szenen rauszulassen und sich einfach der Handlung des Films zu widmen, obwohl der Film sehr explizit ist. Es gibt also auch positive Beispiele. Leider trifft diese gesamte Sexualisierung, wie in der Geschichte der Menschheit leider üblich, oft die Frau, die sich in der gesamten Filmgeschichte schon einer Vielzahl an Vorwürfen oder unnötigen Nacktszenen widersetzen musste. Damit will ich nicht sagen, dass das Männern nicht passieren kann, wie man am Beispiel von Sam Hugan aus Outlander sehen kann. Bei Frauen ist es jedoch häufiger ein Thema, und es wird laut vielen Berichten einfach selbstverständlich von ihnen erwartet. Dieses Thema kann man aktuell auch wieder bei der Darstellerin Sydney Sweeney verfolgen, die in der Serie Euphoria am laufenden Band diverse Nacktszenen spielen musste. Ab einem gewissen Punkt gab Sweeney der Produktion auch Konter, da die Szenen oft überhaupt keinen richtigen Sinn im Zusammenhang mit der Handlung gemacht haben. Sie waren einfach da, weil man sie jetzt nochmal nackt sehen sollte. Durch diese Sexualisierung hat es Sydney Sweeney aber zur sogenannten Beauty in Hollywood gebracht, wodurch sie in den nachfolgenden Werken nur noch als die hübsche Frau gecastet wurde. Dieses Phänomen ist für attraktive Darstellerinnen und Darsteller leider üblich, da sie, wenn sie sich gut in Szene setzen lassen können und nicht richtig gute Schauspieler sind, laut einigen Produzenten zumindest gut aussehen können. Schon traurig. Bei Frauen wie Sydney Sweeney oder Lucy Hale ist das aber ein Problem, da sie gute Darstellerinnen von Figuren sind und aus der Nummer einfach nicht mehr rauskommen. Während Lucy Hale sich in manch aktuellen Werken auch mal als die Rutherfrau abzeichnen kann, steckt Sweeney in dieser Bubble fest. Hoffentlich kann sie Hollywood in Madame Web oder anderen Werken beweisen, dass sie auch anders kann. Darstellerinnen, die sich aus dieser Bubble befreien konnten, sind beispielsweise Charlize Theron, aber auch Scarlett Johansson. Diese wurden früher zuerst auch in hübschen Rollen gecastet, um später auch gerne mal in normalen und unsexy Roles spielen zu dürfen. Hauptthema in Hollywood sollte es aber auch sein, diese unnötigen Nackt- und Sexszenen auf ein Minimum zu reduzieren, sodass wir in einem anscheinend normal wirkenden Film unseren Kindern nicht auf einmal die Augen zuhalten müssen oder voll aus der Handlung gezogen werden, weil der Film oder die Serie jetzt gerade meint, eine minutenlange Sexszene zu zelebrieren, obwohl wir die gar nicht erwartet haben. Ihr glaubt mir nicht? Hier ein Beispiel. Was mit dem Kuss und dem darauffolgenden Gang ins Schlafzimmer erzählt werden könnte, reizt zum Beispiel der Thriller The Boy Next Door ganze 3 Minuten und 25 Sekunden aus. Ja, ich habe nachgezählt. Gern geschehen. Obwohl es in dem Film hauptsächlich um die gefährliche Beziehung zwischen einer Frau und einem Mann geht, hätte man das auch in einer Minute maximal erzählen können, da man ja weiß, worauf es hinausgelaufen wäre. Wenn man also nur das Schlafzimmer gesehen hätte und die beiden, wie sie sich küssen, und die wären da reingegangen, dann hätte man das Gleiche erreicht. Serien wie Game of Thrones oder True Detective machen aber genau da weiter. Auch wenn einige diese Werke deswegen verteidigen, und das ist auch vollkommen okay, weil manchmal eine Handlung im Vordergrund stattfindet, ist es in manchen, nicht allen, Szenen manchmal einfach nicht nötig.
Serien, die sich darauf ausruhen, erotisch und nur erotisch sein zu wollen, müssen aber dann auch etwas erzählen, um gut zu sein. Damit sind jetzt nicht Game of Thrones und True Detective gemeint, aber grundsätzlich. Meiner Meinung nach kann Sex Momenten von Gefühl und klaren Emotionen der Charaktere einen gewissen Charme verleihen und auch eine Notwendigkeit haben, diese in das Werk einzubauen. Er ist aber wieder auf das Sexsymbolbild zurückzuführen, wenn er einfach so genutzt wird. Zu dem Thema würde mich eure Meinung auch sehr interessieren. Jucken euch unnötige Sexszenen in Serien und Filmen gar nicht? Habt ihr Mitleid mit den Darstellerinnen und Darstellern oder schaut ihr euch einige Werke schon gar nicht mehr an, weil sie zu sehr auf Sexualisierung der Darsteller aufbauen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über einen Like gegen den Strike sehr freuen. Bis zum nächsten Mal und haut rein!